Ups, willkommen zurück zu Let's Play. Willrom, willkommen zurück. So, wir sind irgendwie in einem Labyrinth gefangen. Keine Ahnung, wir sind irgendwie irgendwo drin. So, ich habe übrigens auch die Errungenschaft kurz durchgelesen, die da angezeigt wurden. Und eine von denen ist übrigens, spielt das Spiel schneller durch als die Entwickler. Das ist die Frage, wie lange haben die Entwickler gebraucht, das durchzuspielen? Oh ja, Jesus. Shh, my love. Ja, die psychische Verfassung von Tassie ist offenbar nicht gut und geht Richtung Null. Das ist okay, würde ich sagen. Geht da schon wieder los. Ha, Vandalen. Zerstört jede Menge Objekte. Das war das jedenfalls. Das habe ich nämlich auch gerade gelesen und den wollte ich auch noch unbedingt haben. Ah, schön, wir kriegen was. So, hier sind natürlich jede Menge Leichen, das ist nicht schön. Oh, eine Menge kaputt hier. Oh, hi. Ich bin, glaube ich, auch nicht näher drauf eingegangen, bin nach da lang gegangen. Was ich jetzt mal machen werde. Ich bin doch da lang gegangen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Dead End. Komische Sachen, ja. Clear, clear. Na, das wollte ich aber gar nicht benutzen. Verschwendung. Auch fies, da waren drei angezeigt. Also ich habe drei gesehen. Ich habe immer noch die Kugel in der Hand. Drei Streichhölzer wurden angezeigt, aber ich habe nur zwei bekommen. Oh, that smell. Like, like back in the laboratory. It's getting stronger. It's getting stronger now. Da, da, da. Ein gutes Zeichen übrigens, wenn ich alles kaputt mache. Dann kriege ich nachher die Retoure von. Ach Mann, ich wollte es doch nicht anzünden. Ich drücke immer die falschen Tasten. Nett.
der Schatten. Der hat gerufen. Das heißt, der ist immer noch hinter mir her. Oh, hier ist er sogar. Unschön. Geh weg. What is this foul stuff? Ja, das fragt man sich auch, ne? Es wabert so hin und her. Autsch. Ja, ist ja gut. Aber ich krieg Schaden dadurch, glaube ich. Muss ich aufpassen. Ich will nochmal hier hinten hin. Ne, hier ist nichts. Achso, den Eimer kann ich nehmen, aber das andere nicht. Komisch. Sieht schon fast nach einem Rätsel aus, ne? Da hinten müssen wir hin. Und ich glaube, da hinten an der Tür ist was, seht ihr? Ja, das kann aber auch Tassi sein, die sich gerade bewegt. Dunkle Ecken? Wo? Also ich weiß ja nicht, welche dunkle Ecken du meinst, aber ich sehe keine. Ja gut, das ist dunkel hier, mehr oder weniger. Das ist laut. Ein Spachtel. So ein tolles Wort. Hier können wir per se durch. Das ist gut. Das beobachten wir gleich mal. Ziemlich schwer kaputt zu machen, die Dinger. Geräusche. Gehen wir hier lang.
Oh, du musst mal ein bisschen laufen. Okay. Der Schatten war hinter uns. Es war knapp. Oh Christ. How did we get to this, and how did you grow so fast? I hope you're all right. Soll ich mal ein Laudanum nehmen? We need to get out of here soon. Okay, ich glaube, meine Lebenspunkte wurden dadurch jetzt erhöht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was notwendig war jetzt. Ich denke mal nicht, aber egal. So, hoch, wo sind wir denn jetzt? Okay, hier drehe ich mal was. Ich denke mal, das soll so sein. Dann halten wir das schon mal fest. It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal, like in that laboratory, but big enough for us. Look, little one, I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Gute Frage. Hier ist übrigens die eine Szene, wo ich meinte, hier wird die Szene stattfinden, wo ich meinte, da ist so ein Ghoul, der hin und her läuft. Nicht so richtig, ne? Fehlt anscheinend irgendwie was. Hätte mich auch gewundert, wenn es funktioniert hätte. An Alexander von Brennenburg, oha. Wir hatten recht, Zerzura gibt es wirklich. Ich habe eine Kugel aus dem Schrein der Salzmine mitgenommen, aber der Schatten jagt mich und ich bin gefangen. Ich werde den Übertritt versuchen. Es ist mein einziger Ausweg. Halte meinen Namen fest. Lass jeden wissen, es war Herbert, der unsere neue Welten zu entdecken brachte. Oha. 22. Mai 1839. Das ist die Zeit von Daniel übrigens. Dieses Ding ist hinter mir her. Es jagt mich seit Tagen. Aber ich halte mich von dieser Spur fern, also werde ich es schaffen. Ich kann am Rande der Wüste eine Siedlung erkennen. Ich komme näher. Ich kann sie sehen. Aber das bin nicht ich. Es ist Abdullah. Ich sehe durch seine Augen. Ich höre seinen Verstand. Auf mich selbst beschränkt sehe ich nur den Tod. In den dunkelsten Schatten der Kugel gewandt. Gefäß das Leidener Flasche und Gefäßen in Apparat in Portalkammer ähnelt eh. Aber leer, zerbrochen. Alter des Relikts unbekannt. Fertigungsqualität hoch, wie durch moderne industrielle Verfahren. Geschweißt oder gegossen. Spiralsymbol von Podesten der Leidener Flasche aus. Auf Tür in der Nähe des Lagers, die zu Labyrinth-Gitterkammern unten führt. Apparat mit elektrischer Flüssigkeit betrieben oder Werkzeuge, um elektrische Flüssigkeit zu sammeln? Fragezeichen? Man weiß es nicht. Ich wollte den möglichst so haben, dass ich den beim nächsten Mal im Vorbeigehen einsammeln kann. Ziemlich viel Apparaturen hier, aber sonst nichts. Zu sein, das Ding.
Sieht aber aus, als wäre es noch nicht ganz richtig. Hm, schwierig. Ach so, ne, warte mal. Du musst das ja andersrum. Kann ich nicht mal bewegen. Bewegen? Nö. Tja. Kriegen wir noch mehr Streichhölzer? Tja, gut. Das wär's. Schauen wir uns mal weiter um. Da unten geht's weiter. Und dann haben wir da auch nochmal so eine Art Raum. Weiß ich nicht, wohin führt. Ich muss mal so Lampen anzünden. Hey, Mama's hier. Nackter Menschen. Wie geht? Durchbruch. Oha. Und ein kleines Camp, das aber verlassen zu scheint. Die Tür zu anderen Welten von T.A. Herbert, B.A. und so weiter. Während ich diese Memoiren schreibe, steht mein großes Vorhaben noch kurz vor dem Abschluss. Genau jene Schwelle, die sich den Mitgliedern unserer Gesellschaft seit Ewigkeiten entzieht, liegt vor mir. Und ich, Thurston Herbert, bin beinahe im Besitz des Schlüssels, der sie zu öffnen vermag. Welche unfassbare Schönheit, welche üppige Paradiese mögen sich hinter den Toren verbergen. Sicherlich wird es zu den Tiefen der Arktis, zu den megalithischen Bauten Brasiliens an jedem Ort in unseren Welt führen, aber vielleicht führt es noch weiter. Die Beweise sind vor unserer aller Augen, schon seit den Tagen Adams. Ich nenne diesen Beispiel mit Absicht, denn sicherlich ist die Geschichte Adams und die hebräische Wiedererzählung unserer ersten Ankunft, als wir aus dem Garten Eden in diese raue Welt gestoßen wurden. Hinter diesem Tor liegt der Garten, der Ort unserer Schöpfung. Und ich werde der erste Mensch seit Adam sein, der... Weil da steht ja nichts. Professor, ich glaube, dass das hier bloß ein Teil eines größeren Bauwerks ist. Das Archiv bezeichnet diesen Ort als Tor. Aber es erwähnt auch andere Tore, wenn ich das richtig lese. Und hier ist ein Symbol, das ich als Ertrag oder vielleicht Ernte verstehe. Vielleicht hat das etwas mit diesen Samen zu tun. Hm. 17. Mai 1839. Ich hatte recht, und es ist schwer hinzunehmen, ein Mitreum, darin eine Kugel und mein Töbel von einem Assistenten hat sie zertrümmert. Ich habe sie und ihn zu Brandenburg geschickt. Vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Was bleibt mir noch übrig? Hier ist ein Tor. Ich habe Vital, aber eine Kugel? Aber keine Kugel und noch keine Spur von dem Objekt, das Brandenburg das Amulett des Reisenden nannte. Das ist ohne Zweifel Teil von etwas Größerem. Diese Räume sind nicht die letzten Ruhestätte ihrer großen Königin. Egal, was die Legenden sagen. Sie sind bloß eine Speiche an einem Rad, welcher... Geheimnis birgt die Narbe. Der Assistent war Daniel übrigens. Auch hier übrigens, auch bei der Musik. Ich hatte immer permanent Angst, dass hier immer irgendwie was ist. Schlussendlich hat sich meine Behauptung als nichtig erklärt. Denn es war einfach nichts hier. Hier lernen wir ein bisschen Backstory kennen. Abdullah, Khaled wird Daniels Pflichten übernehmen. Du hast die unverzüglich mit der Ausgrabung der Seitentunnels zu beginnen. Reise die römischen Mauern ein, wenn es sein muss. Sie sind belanglos. Untersuche alles Ältere. Wenn du mehr solche Symbole findest, wie die in dem Raum mit dem Käfig, dann lass es mich wissen. Aufzeichnung, Schnitzereien oder Zeichen, die einem Amulett oder Armband ähneln, lass es mich wissen. Und solltest du einen runden Kristallstein finden, ist es dir bei Todesstrafe untersagt, dich zu berühren. Lass mich unverzüglich rufen.
können wir jetzt mutmaßen, dass Daniels Ort auch hier irgendwie war. Khaled. Das Wichtigste ist eine vollständige und präzise Abbildung der Symbole in dem Raum. Mit den Säulen. Schenke der Zeichnung deine volle Aufmerksamkeit. Ich wünsche sie morgen beim Aufstehen fertig vorzufinden. Achte besonders auf das Symbol, das ich als Samen gekennzeichnet habe. Ich glaube, das ist die Kristallkugel, nach der ich suche. Für einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort wirst du reich belohnt. Tülülüp. Was haben wir denn hier? Wir haben oben einen ätherischen Resonanzkörper. Einstellen. Schalter für ätherischer Fluss. Mhm. Portalkammer. Fokussteuergerät. Sirke und Schild der Kugel. Ach man. This place is so strange. Who on earth built it, do you think? Who on earth? Ach, der Durchbruch an der Seite führt zu diesem oberen Punkt. Okay. Und rechts zu diesem Sammeltopf. Ah ja. Gut, das heißt, wir haben hier einen Durchbruch, wo wir die Leiden der Flaschen finden. Und da unten ist nichts per se. Dann gehe ich dahin, wo nichts ist. Sowieso zu da, an der Stelle. Ja. Da würde ich ja schon gerne hoch, ne? Ah, ich bin gut. Und da war nichts drin. Tja, gut. Ui. Hier war ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht einmal drin. Warum auch immer ich noch nicht drin war. Aber ich glaube, ich weiß auch warum. Die Musik wird leise. Ach so, weil hier zu ist. Ach so, ja, ich weiß auch warum. Wir kommen hier später nochmal lang. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen.